Wir sind heute bei Billab in der stillen Stunde. Das heißt, von 14 bis 15 Uhr jeden Tag ist hier Lärm und Licht reduziert. Ich höre schon, es ist keine Musik. Lichttechnisch merke ich jetzt keinen Unterschied. Aber es gibt Sonnenbrillen, die desinfiziert sind, damit man dieses Licht reduzieren kann. Hier in der Billab-Filiale in der Goldeckgasse 19 im 4. Bezirk ist es täglich von 14 bis 15 Uhr deutlich leiser als sonst. Vor 2 Jahren wurde hier speziell für Autisten die stille Stunde eingeführt. Auf die Idee kam der Vereinsspezialist Derne, erklärt uns Anna Marton. Wir haben angefragt bei Billab, beziehungsweise bei der Rewe-Gruppe, können wir nicht was machen, das wäre doch sehr cool. Und das war relativ klar, dass wir diesen Standort hier in der Goldeckgasse bekommen, weil wir ja hier um die Ecke sind und auch viele unserer Kundinnen und Klienten und Mitarbeiter. Ich habe es noch nicht erwähnt, glaube ich, wir haben mittlerweile fast 50 Mitarbeiter und bei uns sind 84% der Mitarbeiter mit Diagnose. Und das heißt, unsere eigenen Mitarbeiter, aber auch die Personen, die wir vermitteln, die bei uns in einem Assessment sind oder in einem Fachkurs, kommen hierher, kaufen sich ihr Mittagssemmerl oder den Wocheneinkauf und können das in einer Atmosphäre machen, die reizreduziert ist. Ohne Radio fällt das Brummen der Kühlgeräte mehr auf. Das Piepsen der Kassa hingegen erscheint etwas leiser als sonst. Die Vorteile der stillen Stunde schätzt auch der Autist Dr. Johannes Klietmann. Es fühlt sich insgesamt entspannter und auch bei der Kasse habe ich manchmal den Eindruck, vielleicht täuscht mich das, dass ich nicht so das Gefühl habe, ich hetze mich selbst oder ich muss jetzt schnell machen, sondern ich weiß, okay, ich kann mir Zeit lassen und wenn ich vielleicht mal nicht hinschaue und so weiter, wissen alle, ja, vielleicht braucht er das halt nicht. In rund 10 Billab-Filialen gibt es mittlerweile die stille Stunde. Was dabei besonders wichtig ist, erklärt uns Sandra Edelmann von der Rewe-Gruppe. Also das Personal wird immer geschult, speziell nochmal sensibilisiert auf den Umgang mit Kundinnen mit Autismus. Und sonst sind es eigentlich, und das ist ja das Coole dran, ganz kleine Dinge, die man tut. Es läuft vor allem kein Radio, das ist die allergrößte Veränderung zu der sonstigen Einkaufszeit. Es werden sonstige Hintergrundgeräusche minimiert. Bei der Kasse dieses Piepsen kennt man es im Supermarkt sehr laut. Was noch wichtig ist, ist, die stille Stunde ist nicht in jedem Markt zur gleichen Zeit. Also die Märkte suchen sich das auch selbst aus, zu welcher Zeit sie das machen. Zu Zeiten, wo sie wissen, da wird weniger geliefert, da gibt es weniger Räumtätigkeiten und überhaupt im Markt ist weniger los, es gibt weniger Kundinnenfrequenz und so hat man dann ein ruhigeres Gesamtbild einfach. Zu sehen sind vor Ort nur 2 Plakate und die Sonnenbrillen im Eingangsbereich. Weitere Filialen und Marketingmaßnahmen sind geplant, da die stille Stunde sehr gut ankommt. Also im Moment funktioniert es noch eher über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man davon erfährt oder eben zu den Eröffnungssituationen, die es immer gibt. Da schauen wir jetzt wirklich, dass wir das immer lokal, medial auch begleiten, in kleinem Rahmen, damit es eben im Umkreis auch bekannt ist. Und sonst versuchen wir das einfach immer mal wieder auch zu erwähnen, in welchen Städten und in welchen Orten wir die stille Stunde jetzt schon haben.